Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute machen wir weiter mit der zweiten Folge unseres Investment Talks. Es wird um Booster Holos gehen und was genau uns in dieser Folge erwartet und was wir da besprechen werden, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um eine weitere Folge Investment Talk. Das wurde sich ja schon seit langem gewünscht. Allerdings empfinde ich die Produktion dieser Folgen doch als recht anstrengend und dementsprechend habe ich jetzt eine Weile gebraucht, bis ich mal wieder eine auf die Kette gekriegt habe. Bevor wir jetzt uns allerdings in diese Folge stürzen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir in recht großen Schritten auf die 3000 Abonnenten zugehen. Uns fehlen so Pi mal Daumen 280 Abonnenten dafür und ich würde diesen Meilenstein gerne in nächster Zeit stemmen. Wenn ihr also neu auf diesem Kanal seid oder meine Videos bereits seit längerem verfolgt, ohne ein Abo dagelassen zu haben, ihr euch für Informatives rund ums Thema Sammeln interessiert und gerne das Seltenste und Schönste, das Yu-Gi-Oh! Zu bieten hat, zu sehen bekommen wollt, so dürft ihr gerne ein Abonnement dalassen. Das Ganze ist vollkommen kostenfrei. Hilft mir, meiner Reichweite und euch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ja, heute geht es um Booster Holos. Letztes Mal, wir erinnern uns, ging es noch um OVP-Produkte, also quasi erstmal so das Oberflächlichste haben wir da abgeklappert. Ich verlinke euch das Video zur ersten Folge in die Videobeschreibung. Solltet ihr euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt, vielleicht auch erstmal angucken. Ist vielleicht auch ganz interessant. Und heute kümmern wir uns um den nächsten logischen Schritt. Ich habe mich ein bisschen überlegen müssen, soll ich jetzt vielleicht erst mit Structure Decks anfangen? Ich persönlich denke, Structure Decks nehmen wir uns dann nach Haupt-Booster-Sets vor. Und auch Booster-Holos werden in mehrere Folgen aufgeteilt. Denn heute beginnen wir, wie man schon sehen kann, mit Super Rares. Ja, heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie lohnt sich denn ein Investment in Super Rares? Wie sieht es denn damit aus? Kauft man sich da am besten alte, neue Erstauflagen, unlimitierte oder lässt man Super Rares am besten gleich ganz weg? Ja, die Super Rare ist quasi von Anfang an mit dabei, ist eine Grundrarität, auch keine unbedingt Yu-Gi-Oh! Exklusive Rarität. Also dieses typische, ja, das Bild schillert halt, hat so ziemlich jedes Trading Card Game. Super Rare gibt es in jedem Trading Card Game, also in zumindest jedem, das ich kenne. Das ist also nichts übermäßig Spezielles. Das Bild glitzert halt, es kann sehr schön aussehen. Manchmal passt es etwas weniger. An und für sich ist es aber noch eine äußerst schlichte Rarität, wenn man es jetzt zum Beispiel mal mit Ghost Rare, Ultimate Rare oder sogar schon mit Secret Rare vergleicht. Ja, auch die Schrift ist bei einer Super Rare natürlich nicht golden gefärbt oder gestanzt, was das Ganze auch ein bisschen unedler wirken lässt, wenn man so möchte. Aber darum soll es heute ja nicht gehen. Es gibt jetzt... Ja, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Super Rares. Es gibt die garantierten Super Rares, die wir ja seit Breakers of Shadows im Set haben. Und es gibt die, unlimitierten, wollte ich schon fast sagen, die nicht garantierten Super Rares. Das bedeutet, wir haben hier zwei völlig unterschiedliche Welten, um die wir uns kümmern müssen. In alten Booster Sets war es ja quasi so, dass man so um die 5 Super Rares in etwa gezogen hat pro Display. Ob das jetzt tatsächlich ganz am Anfang bei LOB so war, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Das ist mir zu lang her. Ich habe damals auch nur einzelne Packs aufgemacht und mich auch ansonsten jetzt nicht so mit der Ratio beschäftigt. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich da nicht allzu viel dran geändert haben wird. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die alten Super Rares. So die ganze Oldschool-Zeit bis eben Breakers of Shadow. Ja, die ganz alten Super Rares, wie wir sie zum Beispiel auch hier sehen, Raigeki, Keltischer Wächter oder Mystische Elfe, solche Sachen oder auch gewisse Dinge aus der GX-Zeit etc. können etwas wert sein, müssen sie aber nicht. Hier kommt es wirklich sehr stark auf die Karte an sich an und gar nicht mal so sehr darauf, wie selten diese Karte eigentlich ist, sondern eher darauf, ob sie ein Fan-Favorite ist, ob sie irgendwie einen krassen Bezug zum Anime darstellt, ob sie wirklich im Kopf geblieben ist. Und da möchte ich auch hier, also da habe ich erstmal einen kleinen Stapel an Beispielkarten, die ich euch hier zeige. Und da möchte ich eben anfangen mit Raigeki zum Beispiel. So, das wird unsere erste Karte. Raigeki, hier ist das zum Beispiel ein deutsches Exemplar als Erstauflage. Also wirklich der ganz, ganz alte Print und dementsprechend natürlich auch der wertvollste. So findet man einen deutschen Raigeki als Erstauflage in Niemand aktuell nicht unter 70 Euro auf Market. Es gibt dort insgesamt drei Angebote. Das erste liegt bei 68,90 Euro und die beiden anderen bei jeweils 100 Euro.
In so einem Fall zieht man sich am besten immer die Statistik zu Rate, die ja oben rechts im Bilde dann immer zu sehen ist auf Market. Da ist die teuerste in der letzten Zeit so für 12 Euro verkauft worden. Was aus dieser Statistik allerdings nicht ersichtlich ist, ist zum Beispiel, ob die Karte gegradet war oder ob sie jetzt played war. Also der Zustand lässt sich da auch nicht wirklich rauslesen. Dementsprechend denke ich mal, dass die 12 oder 13 Euro tatsächlich ein möglicherweise unlimitiertes Exemplar oder halt auch ein beschädigtes Exemplar beschreiben. Ich denke mal, 50, 60 Euro für eine Super Rare Geki sind absolut drin. Das ist ein realistischer Preis und das ist natürlich eine absolut ikonische Karte, denn diese Karte hat damals, wenn man das mal so salopp ausdrücken darf, alles weggefickt. Also diese Karte war tatsächlich wahnsinnig OP und auch wahnsinnig beliebt bei auch damaligen Sammlern schon, auch bei Spielern. Eine absolut ikonische Karte, die hat er sogar dann damals einen Reprint noch als Ultimate Rare bekommen, in einem OTS Tournament Pack oder war es ein Astral Pack. Also es ist hinter dieser Karte steht tatsächlich etwas und zwar nicht gerade wenig. Deshalb kann man zum Beispiel sagen, in Raigeki zu investieren ist eigentlich, egal aus welchem Set sie kommt, keine schlechte Idee. Selbst die Raigeki aus dem Reprint-Set der Megaton 2019 geht meines Wissens nach ein paar Euro. Und trotzdem Raigeki in den letzten Jahren wirklich häufig gereprintet wurde, hat das Original nur kurzzeitig darunter gelitten. Zumindest die Erstauflage, die hat sich recht schnell wiederholt. Ich glaube, die Unlimited-Variante der Karte, die hat auch nachhaltig unter den Reprints gelitten, aber die First Editions nicht. Wir haben ja einige Reprints der Karte, wenn man zum einen also zunächst mal das Original hier, dann gab es ja noch, ich glaube, den Retro-Pack-Reprint, den Dark Beginning oder Dark Revelation-Reprint. Ich glaube aber, es müsste ein Dark Beginning-Reprint gewesen sein. Dann gab es ja noch in der Legendary Collection, dann nochmal in dem Battle-Pack als Black Rare und als Starfoil Rare, glaube ich, und dann letztendlich noch als Ultimate Rare und am Ende nochmal als Prismatic Secret aus der Tin, jetzt letztens eben 2019. Das sind schon eine Menge Reprints. Viele andere Karten wären da in den Cent-Bereich runtergestiegen. Anders hier bei Raigeki, ist übrigens genauso wie bei Ash Blossom, auch tausende Reprints und immer noch teuer das Original. Aber hier ist das halt auch was anderes. Wirklich, wirklich schöne Sache. In die kann man wirklich rein investieren. Ich persönlich denke nicht, wohlgemerkt, dass diese Karte noch, also in naher Zukunft, großartig steigen wird. Ich denke, sie wird ihren Wert halten, vielleicht mal ein bisschen fallen, vielleicht mal ein bisschen steigen. Hier könnte man möglicherweise rein investieren, wenn man einfach das Geld, das man da reingesteckt hat, irgendwann wieder rausholen möchte. Ansonsten denke ich, wäre das ein Investment, wo eher sinnfrei ist. Wenn man wirklich der Meinung ist, man könnte dann da was weiß ich wie viel plus scheffeln. Ich denke, diese Zeit ist tatsächlich vorbei. Die Karte hat mittlerweile einen gewissen Wert, hat sich auf einen gewissen Preis eingependelt und ich vermute wirklich, dass sich hier nicht mehr allzu viel ändern wird und wenn, dann eher in kleinen Schritten. Ein weiteres Beispiel wäre der Keltische Wächter, ebenfalls aus LOB. Ihr merkt schon, LOB ist tatsächlich so ein Set, wo auch die Super Rares einen gewissen Wert haben. Denn auch hier finden wir die erste Auflage so ab 50 Euro in etwa. Auf Market gibt es aber auch nur zwei Angebote, nämlich eine für ja, 49,90 und eine halt für einen direkten Fuffi, also für einen glatten Fuffi. Wenn man jetzt sich die Statistik anschaut, da sieht man, dass halt am 2. August eine für genau oder in etwa 30 Euro weggegangen ist. Ist auch ein realistischer Wert. Möglicherweise kann es sein, dass das auch eine deutsche Erstauflage Nirmint war. Ich persönlich habe auch noch nicht gesehen, dass die Karte tatsächlich für einen Fuffi über den Tisch gegangen ist. Ich denke, 30, 35 Euro sind tatsächlich ein realistischerer Preis. Ich denke mal, der Preis, den die Karte aktuell in den Angeboten hat, der fußt halt einfach darauf, dass aktuell ein recht geringes Angebot da ist und sich dementsprechend die Verkäufer das Angebot bzw. den Preis, den sie dafür haben möchten, aussuchen können. Also das ist jetzt meiner Meinung nach nichts Verbindliches. Trotzdem schön zu sehen, dass die Karte immer noch hoch im Kurs ist. War sie tatsächlich nicht immer. Wenn man sich zum Beispiel die Asian English Version in First anguckt, die kriegt man ja teilweise schon ab 20 Euro. Zumindest außerhalb von Market oder teilweise sogar schon für 15, habe ich auch gesehen. Die sind dann zum Beispiel gar nicht so beliebt und gar nicht so selten, aber die deutsche Erstauflage ist halt nochmal eine ganze Ecke besonderer. Auch das ist eine Karte, wo man möglicherweise rein investieren könnte, denn der Keltische Wächter ist tatsächlich eine sehr beliebte Karte, ist ein Fan-Favorite und das ist eine Karte, wo ich persönlich von ausgehe, dass sie möglicherweise ihren Zenit auch so um die 60, 70 Euro irgendwann erreichen wird. Das heißt, noch kann man in diese Karte rein investieren. Wenn ihr jemanden kennt, der viele schöne Nirmint-Exemplare am Start hat, dann könnt ihr euch da vielleicht bedienen, wenn ihr das entsprechende finanzielle Mittel besitzt. Von den Unlimiteds würde ich abraten. Davon ist der Markt natürlich überflutet, auch durch die vielen Reprints, durch hier Legendary Collection 2 etc. Also Reprints wirklich kein Investment wert, meiner Meinung nach, wenn man es vom finanziellen Standpunkt aus betrachtet. Aber die deutschen Erstauflagen, vielleicht auch die normalen englischen Erstauflagen, also nicht die Asian English, sondern die normalen, die sind meiner Meinung nach definitiv ein Investment wert.
Aber nicht alles, was alt ist, ist auch was wert. Und das zeigt hier der Different Dimension Dragon aus Dark Crisis First Edition. Auch ein uraltes Set. Das Set ist wohl sehr bekannt für seine Exodia Necros, also für die schwarze Exodia. Eine sehr, sehr beliebte Karte, die er dann damals auch einen Print in der Master Collection 2 als Secret Rare bekommen hat und auch preislich recht stark in die Höhe gestiegen ist. Aber um die soll es nicht gehen. Es geht hier um den Different Dimension Dragon. Der hat natürlich auch gewisse Reprints bekommen. Ich glaube, in Dark Revelation 1 oder so müsste der gewesen sein. Dann hat er noch einen Reprint im Duelist Pack Kyber, ich glaube, als Rare gehabt. Und auch im Duel Terminal wurde diese Karte mal rausgebracht. Hat aber alles nichts genutzt. Diese Karte ist nach wie vor eine wirklich 3, 4, 5 Euro Karte in First, also nichts wert. Das ist halt wirklich eine Karte, die kein Fan-Favorite ist. Klar, sie kam auch im Anime vor, keine Frage, aber sie hat das Herz der Fans nie so erobern können, wie halt andere Karten, wie der Keltische Wächter etc. Die Karte ist auch kaum nachgefragt, die sieht man in ausgewählten Sammlungen auch wirklich überhaupt nicht. Die sieht man vielleicht mal in irgendwelchen Trade-Bindern rumliegen, meistens recht lediert, oder in irgendwelchen Bulk-Kisten, in einer Penny-Sleeve oder so. Also das ist wirklich eine Karte, die ist meiner Meinung nach auch ein bisschen underrated, weil das Artwork ist halt wirklich sehr, sehr schön. Und sie ist jetzt auch nicht häufig, sag ich mal. Also sie ist jetzt nicht häufiger als andere Super Rares aus der Zeit, aber sie ist halt einfach nicht beliebt genug, um einen hohen Preis zu erzielen. Also sie ist bei Sammlern wirklich nur dann beliebt, wenn es sich zum Beispiel um Sammler handelt, die ganze Set sammeln. Die sammeln dann natürlich auch Dark Crisis komplett und brauchen dann noch einen Different Dimension Dragon. Ob hier ein Investment wert ist, ich weiß es nicht. Okay, für 5 Euro ist nichts kaputt. Nehmt mal einen Huni in die Hand oder 200 und kauft euch ein paar Exemplare. Ich denke mal, da wird nicht viel kaputt gehen. Großartig sinken wird die Karte meiner Meinung nach nicht. Es sei denn, Konami denkt sich, yo, so hier im nächsten Mystic Fighters 2.0 klatschen wir hier nochmal eine Super Rare von raus. Gehe ich jetzt aber momentan nicht von aus. Aber ich denke, wenn das so weitergeht und nicht nochmal ein Reprint oder zumindest kein Reprint in derselben Rarität erfolgt, dann könnte sein, dass die Karte zumindest ihren Zenit bei 10, 15 Euro in einigen Jahren erreicht. Ich denke mal, mehr wird diese Karte nie wert gehen. Oder sind wir mal ganz großzügig und sagen 20 vielleicht mal. Irgendwann, wenn die Sammler auf den Geschmack kommen. Aber ich denke, mehr wird diese Karte niemals wert sein. Also jetzt ist vielleicht noch die Möglichkeit, das Ganze einzukaufen, wenn ihr wollt. Ich würde es machen. Ich würde es mir zwar wahrscheinlich erstmal gut überlegen, aber ich denke, so vom Standpunkt eines Investments her würde ich es machen in kleiner Menge. Nicht in allzu großer Menge, aber zumindest in einer etwas kleineren Auflage, wenn man so möchte. Aber der Different Dimension Dragon ist eine absolut wunderschöne Karte hier mit dem schwarz-roten Hintergrund und diesem türkis-weißen Monster. Es sieht einfach unglaublich schön aus. Ich denke, da kann keiner widersprechen. Ja, abschließend zu den alten Booster-Holos lässt sich vielleicht sagen, dass speziell die Super Rares aus der Duel-Monsters-Zeit und vor allen Dingen so aus den allerersten Sets etwas wert sind. Also speziell aus LOB, dann vielleicht die eine oder andere aus Metal Raiders noch. Super Rares, beziehungsweise jüngere Super Rares aus Duel-Monsters können schon wieder weniger wert sein. Und vor allen Dingen auch so GX und 5Ds-Karten oder Super Rares, die ja meiner Meinung nach auch schon oldschool sind. Ich meine, GX ja sowieso, da sind wir uns ja einig. Bei 5Ds streiten sich ja oder scheiden sich ja die Geister. Ich persönlich sehe 5Ds mittlerweile als oldschool an. Nicht nur, weil die noch alt geprintet sind, die Karten, sondern weil die Serie halt auch schon eine Ewigkeit her ist. Auch Nostalgie so ein bisschen auslöst, auch wenn ich irgendwie die komplette Zeit verpasst habe und es nur nachholen musste, aber irgendwie habe ich da ein Feeling so, ne? aber auf jeden Fall so, die etwas moderneren Sachen, die etwas moderneren Super Rares sind dann doch eher, ja, weniger wert. Es sei denn, sie sind halt spielbar. Ja, dann natürlich schon, ist ja vollkommen klar, aber jetzt so rein vom sammlungstechnischen Aspekt her sind sie das leider aktuell eher weniger. Möglicherweise auch, weil die Rarität an sich jetzt nicht die allerbeliebteste ist. So, mit Breakers of Shadows läutete Konami eine neue Ära ein, und zwar die Ära des... Wir machen aus einer Super Rare etwas vollkommen Standardmäßiges. Also eine Super Rare war damals wenigstens noch eine Freude. Wenn du eine Super Rare gezogen hast, hast du gesagt, okay, ist jetzt nicht der Überhammer, aber hey, ich habe eine Holo gezogen, ist doch mega geil. Ja, heute hast du in jedem Pack eine. Ja? Und jetzt ja nicht mal mehr eine Rare. Was ich auch schade finde. Aber okay. Dafür haben wir jetzt, glaube ich, ein paar mehr Super Rares. Naja, ist ja im Endeffekt mittlerweile auch nicht mehr als eine Rare. Ich sollte Rapper werden. Und damit haben Super Rares im Allgemeinen ihren kompletten Wert verwirkt.
Absolut. Die einzigen Super Rares, die vielleicht noch irgendwas wert sein könnten, sind, auch wenn sie dort auch garantiert sind, so Astral Pack oder Otis Tournament Pack Super Rares, denn da werden teilweise auch häufig sehr spielstarke Karten als Super Rare gereprintet. Ja, und sie sind trotz ihrer Garantiertheit aufgrund der Art von Pack, um das es sich handelt, etwas seltener als normale Booster Holos. Aber um die geht es heute nicht, es geht ja um normale Booster Holos. Und also Upbreaker of Shadows wirklich kein Investment wert, Finger weglassen von den Karten. Hier nicht für 200 Euro 20.000 Stück kaufen, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann was wert sind, denn auch Super Rares der aktuellen Zeit können was wert sein, allerdings nur dann, wenn sie auch tatsächlich spielstark sind. Und das bringt uns auch zum ersten Beispiel, und das ist hier der Albtraumritter Phönix. Albtraumritter Phönix kommt aus Flames of Destruction. Das ist ein recht, ja, was heißt, es ist schon noch ein modernes Set, aber es ist schon eine ganze Weile her, dass das rauskam. Ich glaube, mit diesem Set wurde auch das Thema Albtraumritter eingeführt. Albtraumritter Goblin, für alle, die es interessiert, ist übrigens mein Lieblings-Albtraumritter. Finde ich mega cool, die Karte. Und diese Karte hatte bereits einen Reprint in der Megaten 2019 als Ultra Rare. Die hat also quasi ein Rarity Upgrade. Und trotzdem ist die Super Rare aus dem Originalset immer noch stolze 4 Euro wert. Also das ist natürlich... Das ist natürlich schon eine Hausnummer, speziell für so eine häufige Karte. Die war ja auch meines Wissens nach nicht geshortprinted. Ist übrigens auch ein wunderschönes Design. Ehrlich gesagt sogar mein zweiter Lieblings-Albtraumritter vom Design her. Sehr cool. Aber auch die momentan 4 Euro wert. Das heißt, ihr seht, auch moderne Super Rares können was wert sein. Aber das ist, ich gehe mal stark davon aus, bedingt durch ihre Spielbarkeit. Denn selten ist diese Karte nicht. Ich persönlich habe über 100 Stück von denen. Ja, also quasi allein 400 Euro in Albtraumritter Phönix. Und der Wert wird irgendwann sinken. Lass noch ein, zwei Reprints kommen, da kann die noch so spielstark sein, dann ist das eine Sendkarte. Lass die Karte gebannt werden, wenn sie es nicht schon ist. Ich denke mal nicht, sonst wäre sie nicht so teuer. Ist die Karte auch sofort komplett wertlos. Lass die Karte einfach spielerisch nicht mehr relevant sein. Sofort wieder auf 2 Cent. Und das ist keine Karte, die auch nur ansatzweise für ein Investment taugt. Absolut nicht. Es ist eine Karte fürs Auge. Ja, ihr seht, ich habe sie auch hier in so einem Case. Ja? Also rückwirkend in der Zukunft betrachtet, wird das Plastik-Case hier wahrscheinlich mehr wert sein als der Albtraumritter selber. Aber das ist egal, ich habe ja auch Cummins in diesen Dingern drin, ich bin halt einfach ein Freak. Aber es ist wirklich was fürs Auge. Also wer wirklich sammeln möchte, weil er schöne Karten haben möchte und nicht mit einem dicken Geldbeutel angeben will, der sollte auch zu so einer Karte greifen, weil, wenn man ehrlich ist, schaue ich das mal an, Albtraumritter Phönix, das ist so ein schönes Artwork, das ist einfach unglaublich. Also da haben sie sich wirklich selbst übertroffen. Echt cool. Vielleicht hätte ich auf diese komischen Dinger da hinten verzichtet. Die sehen ein bisschen eigenartig aus. Aber sonst sieht das wirklich, wirklich absolut prickelnd aus. Auch mit dem goldenen Hintergrund. Sehr schön die Farben harmonieren. Also das ist wirklich was fürs Auge. Aber als Investment absolut ungeeignet. Zu guter Letzt aus Ignition Assault. Das Set, in dem die Ediginister eingeführt wurden. Und dem wohl meiner Meinung nach letzten Link Brain Set. Haben wir hier den Wind Pegasus Ediginister. Die Ediginister mag ich im Allgemeinen nicht so vom Design her, zumindest nicht den normalen, aber der Wind Pegasus sieht halt wirklich nice aus. Auch hier die Farbgebung erinnert übrigens sehr stark an 5Ds mit diesem Giftgrün, also dieses ganze Giftgrün-Weiß-Gedöns, das hatten die sehr stark in der 5Ds-Zeit. Sehr cool. Wirklich schönes Artwork, auch was fürs Auge, aber das wäre schon eine Karte, die ist 5 Cent wert. Ja, dafür zahlt ihr 5 Cent für die Karte. Da ist wahrscheinlich die Sleeve, in der sie steckt, mehr wert. Das ist halt auch eine Karte, die ziehst du aus einem Case zum Beispiel. Die ziehst du locker 50 Mal oder so. Das ist einfach unnormal. Eine Super Rare heutzutage ist nichts Besonderes mehr. Dementsprechend, Leute, von solchen Karten bitte, bitte, bitte die Finger lassen, wenn ihr vorhabt, einen Investment zu tätigen. Nehmt euch lieber die etwas älteren Karten, speziell die Super Rares aus LOB und Metal Raiders, würde ich persönlich empfehlen, wenn ihr da ein Investment in die Richtung starten wollt. Ansonsten bitte auf andere Raritäten wie Ultra oder Secret, Ghost oder eben Starlight Rare setzen. Also dann lasst lieber die Finger ganz weg von Super Rares, wenn ihr da meint, ihr könnt ein überkrasses Investment starten oder wenn ihr sowas machen wollt. Weil dafür sind Super Rares generell nicht geeignet. Ja, kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Für ein kleines Investment ist es eigentlich ganz gut, wenn man auf die etwas älteren Super Rares zurückgreift. Speziell eben auf Super Rares aus LOB und aus Metal Raiders. Speziell die LOB Super Rares haben zumindest teilweise noch Potenzial nach oben zu gehen. Manche werden meiner Meinung nach auf ihrem Standpunkt verharren, auf dem Level, auf dem sie sind. Aber mit LOB Supers kann man eigentlich nichts falsch machen. Lohnt sich allerdings nur für ein kleineres Investment. Investiert nicht zu viel da rein. Für alles andere ist
oder wäre ein Investment eine sehr, sehr schlechte Idee. Auch die ganzen GX-Sachen, die ganzen 5D-Sachen sind, bis auf natürlich wenige Ausnahmen, ich möchte das betonen, es sind natürlich nicht alle komplett wertlos, aber bis auf wenige Ausnahmen, nicht besonders viel wert und werden es vermutlich auch nie sein. Ja, das soll es gewesen sein mit der heutigen Folge Sammelkartencheck in der Reihe Investment Talk. Ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann mit der nächsthöheren Rarität weitermachen, nämlich den Ultra Rares. Wir sehen uns dann. Und ja, bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.